Wir brauchen 16 Holzplanken hier. Ja, moin. Das sollte nicht das Problem sein. Bin ja schon fleißig am Machen. Ich hab schon ein paar Stück auf. Yo, ich bin stark. Ich bin Hulk. Acht Stück, das war die Hälfte quasi gesehen. Ja, perfekt. Hinten habe ich noch ein paar Holzbörbe umgehauen. Get up, down the bass and sound. Herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Runde Wench Simulator zusammen mit dem lieben Anime-Fan. Hallöchen. Hallöchen. Und ich kann sagen, meine Brust ist durchsichtig, Freunde. Seht ihr es? Jo, Teleport. Ja. Null. Hi. Gut, wir sollen mit der Verkäuferin sprechen. Ich denke, wir latschen da einfach mal zu Fuß. Also, wir müssen da hinlaufen. Ja, okay. Ich laufe hin, Freunde. Ich laufe da jetzt zu Fuß rüber. Alleine. Oh, ich fahre die mal hinterher, Freunde. Ich will. Um Sprit zu sparen eigentlich, dachte ich mir, ja. Sprit sparen, was das? Ich fahr erstmal gegen den ersten Baum. Klassiker. Ich mach gleich erstmal Baumfällen bei uns auf dem Hof, Freunde. Ja, die Landschaft ist schon echt geil. Beeindruckend für eine Alpha, für eine... Hier ist schon was, Early Access? Early Access, ja. Fühl dich komplett, die Nummer. Woo! In der letzten Episode haben wir es nicht mehr geschafft, mit der Verkäuferin zu quatschen. Liegt ein bisschen daran. Das ist die Uhrzeit. Der Freund läuft hier oben lang. 8.45 Uhr haben wir schon. Lol, ich bin falsch gelaufen. Ich bin so ein Trottel. Eiskalt falsch gelaufen. Ich bin zu meiner roten Markierung gerannt. Ja. Ist klar, dass ich mich von dem Ziel entferne. Was? Anime-Fan verlässt die Ranch. Lul! Och nee. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig, Freunde. Mal eben schauen, ob er mir was geschrieben hat. Na, aber hallo. Ich glaube mal, dass es von ihm ist. Nee, Fickschnitzer hat geschrieben. Ficken! Besuche den Laden, folge der Straße, bla bla bla, sprich mit der Verkäuferin. Also unser Auto ist da. Tatsache. Nur Anime-Fan ist nicht da. Das ist, muy grande Kaki. So, Laden hat offen. Bling bling. Dann sprechen wir einfach schon mal mit ihr. Verkäuferin, willkommen. Um einen Kauf zu tätigen, benutze das Terminal im nächsten Raum. Gekaufte Objekte befinden sich draußen. Weitere Informationen zu Nutztieren findest du im Glossar. Um Objekte zu verkaufen, platziere sie im Bereich neben mir und bestätige den Verkauf über das Terminal. Aha, okay. Wir sollen Objekte kaufen. Einen Eierkorb und zwei Hühner. Okay. Aber wir haben noch so gar nichts. Ah, hier. Ah, okay, ich verstehe. Nimm einmal den Eierkorb und zwei Hühner. Lol. User joined your channel. Welcome back. Hi, der hat ja von neu gestartet, Rächer. Geil. Ah, geil, hat man Bock drauf. Vor allem ohne Bluskinder, ist einfach. Ja. Ich habe unterdessen schon mal mit der Verkäuferin gequatscht. Ich hoffe, das stört mein Spiel jetzt nicht, wenn du schon gesprochen hast. Das werden wir gleich sehen. Nee, sollte es nicht, weil es ja gespeichert. Und wir sollen jetzt Hühner kaufen. Beobachte doch, ich komme mal rein. Aufnahme. Pam. Haben Sie eine Lotte? Ah, ne, Mensch. Ich suche da F, aber das ist ja. Hier ist Bauen, okay. Genau, so. Gott sei Dank hat sich das Spiel mit dir jetzt synchronisiert. Das heißt, ich darf ins Auto steigen. Scheiße. Er fährt Auto. Ja, cool. Motor starten. Ich hoffe, dass unsere Hühner das jetzt überleben.
Ach, Kacke. Huhn, Hühner rausgeholt. Alter. Oh, die armen Hühnerfreunde, die Ente fährt. Aber wir haben auch schon gesehen, dass eine Ente einen Huhn fährt, Freunde. Ah ja, wir brauchen auf jeden Fall Platz, ne? Das ist jetzt so ein bisschen kontraproduktiv hier. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein paar Baumstämme uns zurechtgelegt, Freunde. Scrollen war so. Ich würde das ganz gerne. Aha, da ablegen. Aufnehmen. Ah, so kann man die Rehe, wenn man festhält. Oh, das ist gut. Nein! Nicht wieder einsteigen, du Trottel! Die Ente am Steuer, Freunde, nicht gut. Ja, das Problem ist einfach dadurch, dass wir das Auto noch nicht entladen haben. Hat er ein bisschen Platzmangel? Habe ich ein bisschen Platzmangel, ja. Okay, dass man so stapeln kann, Freunde, halte ich für ein Gerücht, aber... Weil die Physik besagt, Freunde, so kann man nicht stapeln. Jetzt passt es aber. Abfahrt! Achso. So, ich habe mal... Ich habe Getreide von Schüttelfutter auf die Stelle. Ah. Also wir sollen die Hühner erstmal hier rein tun, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Alter, du hast Getreide gekauft, wir haben sogar Getreide einmal hier auf der Ranch gehabt. Ja, perfekt. Cool. Perfekt. Nee, ich habe noch kein Getreide gekauft. Weil können wir gleich jetzt nicht wieder hier ein, Freunde? Weil ich jetzt nicht wusste, ob wir einen dicken Disconnect jetzt haben und wie das jetzt mit dem Synchronisieren abläuft. Da wird der orange Punkt, kannst du die Hühner hinbringen. Die Bremse funktioniert ja mal komplett. Die Bremse ist ja, ist halt eine Bremse. Die. So, hui. Wo ist denn dieser Punkt? In dem Häuschen da drin. Im Häuschen drin, okay. Aber wie komme ich aus. Was habe ich gedrückt? Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt und bin jetzt in Internet. Ich bin jetzt Ego-Sicht, das gefällt mir gar nicht. Ich möchte wieder extern rein hingehen. Welcher Kopf kann das sein, Aris? Was meinst du? Keine Ahnung. Ich hole das dritte Hühnchen, das muss ich mal gucken, Freunde. Aufheben. Junge, was hast du denn hier vor dem vollen Kofferraum? Auf die Stelle. Wir haben auf jeden Fall Hunger und Durst. Ja, wir müssen gleich noch was. Was ist hier für ein Ding? So, Hunger, Problem gelöst. Aber wir brauchen Wasser. Wasser ist das A und O fürs Leben. Wassertank an einem beliebigen Schocht der Ranch installiert, okay? Einmal gefunden, müssen wir auch noch finden. Ich habe noch keinen gefunden. Ich pack mal den Eierkorb einfach mal dort. Warte mal, ich möchte gucken. Verwenden, kriechen, schieben, abfeuern. Hier ist ein Wassertank. Ansicht, V, gut. Ja. Aufheben. Platzieren. Nice. Und das müssen wir noch betanken, ne? Warte, ich wollte mal kurz. Okay, ich habe hier schon ein bisschen Holz gemacht. Du wusstest wie? Hui! So. Füll mal. Ich muss nur erstmal gucken, wo. Uiui, leck. Warte mal, aufheben. Hier. Ich würde sagen, einsetzen. Da. Perfekt. Voll oder? Läuft. Geil. So. Ja. Dann mach ich mal kurz bauen. Aus. Wir brauchen irgendwas wie einen Brunnen. Ja, ich wollte mal gucken, ob ich irgendwo was. Die Hühnerstelle, Holzzaun, Tisch. Brunnen brauchen wir Zement für Wasser, okay. Wassertrog, ich habe Wassertrog gefunden. So ein Wasserding haben wir auch hier in der Hütte drin.
Also ich habe einen Wasserdruck hier gefunden, um für die Hühner was hinzustellen. Da steht ja. Ja, perfekt. Das brauchen wir auch. Stelle ich mal direkt vor die Hütte hier, Freunde, und dann können die Hühner sich dran bedienen. Dann die noch kein eigenes Haus haben. Wir müssen. Hallo? Sehen wir, was brauchen wir da? Wir brauchen 16 Holzplanken hier. Ja, moin. Das sollte nicht das Problem sein. Bin ja schon fleißig am Machen. Ich hab schon ein paar Stück aufgegeben. Yo, ich bin stark. Ich bin Hulk. 8 Stück, das war die Hälfte quasi gesehen. Ja, perfekt. Hinten hier habe ich noch ein paar Holz umgehauen. Hier auf entspannt Holz hacken. So lange würden alles ausmachen, weil alles kostet Benzin hier, meine Herren. Ja. Es wird am Anfang gar nicht so einfach sein, an Geld ranzukommen. Ja. So, gerade erstmal die ganzen Holzstämme an, die ich hier hingelegt habe. Die Jungs hatten, glaube ich, auch direkt am Anfang 2 von diesen Sägen, ne? Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Kostet auch halt richtig Geld. Ja, eben. Oh. Kapital, was wir eigentlich gar nicht haben. Noch 2 Holzplanken brauche ich. Ja, hier liegen welche. 1, 2. Oh. Da müsste unser Wassereimer... Wasserdruck... Ja, Wasserdruck ist fertig. Nice. 0,0 von 21. Wir brauchen sowas wie einen Wasserbrunnen. Dringend. Dringend. Weil Wasser ist nun mal das A und O, ne? Das ja. Nicht vergessen. Wasser da bedeutet... Da müssen wir gucken, 50 Zement brauchen wir, soweit ich weiß, dafür. Da müssen wir nur gucken, was der ganze Scheiß kostet. Haben wir noch Holz dann? Was einmal im Wasser geschüttet, okay. Aufheben. Einmal im Wasser. Ach so geht das. Aufnehmen. Ach, das ist ja cool. Scheiße, wo sind die Säge? Ach, da. Ja, so. Da ist die Säge. Perfekt. Ich habe noch und ich habe das erste Ei schon gefunden. Geil. Ja, ich mache hier noch ein bisschen Holz fertig. Ja, ich probiere gerade erstmal Wasser zu bekommen. Ich weiß nicht. Ich habe Wasser einmal gefunden. Einmal mit Wasser ausgeschüttet. Wassertank auf einen beliebigen Ort der Ranch Insel. Wassertank. Das ist ein Grau. Ich sehe hier keinen grauen Punkt. Wo ist der graue Punkt denn? Hast du haben schon erledigt? Ich verstehe es gerade nicht, Freunde. Das ist ja mal voll geil. Tu es mal da rein. Okay. Coole Kacke. Hier haben wir Stroh. Ich werde da. Das könnten wir noch machen am besten. Junge, 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 habt ihr hier viel Holz hingelegt, Freunde? Ja, ich dachte, wenn ich schon mal dabei bin, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, so, guck mal. So machen wir es mit dem Holz. Ich habe mal das ein bisschen gestapelt. Die Frage ist, ich brauche Wasser irgendwie, aber ich weiß nicht. Okay, wir brauchen einfach einen Brunnen. Leck mich doch, ich habe keine Lust, was zu suchen. Dann mache ich mal Tab. Bauen. Ich habe irgendwo im Brunnen gelesen. Würde ich sagen, Zement holen. Ja, ich muss auch gucken, wie teuer das ist, das Problem. 50 Zement, 6 Holzplanken, okay. Oh, hier haben wir im Brunnen. Jetzt erstmal. Eins unserer Hühner läuft hier hinten rum. Die haben, glaube ich, einen Radius, wo die rumlaufen. Okay. Ich verlasse mich drauf. Oh, das hat sich aber gelohnt, du.
Nummer 4. Ja, die großen Bäume geben richtig viele. So, jetzt brauche ich noch 50 Zement. Ich fahr mal zum Laden, mal gucken, was das kostet. Ich kriege wahrscheinlich gleich einen Herzinfarkt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. F. Aufnehmen. Bremse, die Bremse, Freunde, ist natürlich geil. Baumarkt ist an der Stelle da. M. 300 Meter entfernt. Okay, Vollgas, bevor die alles zumacht. Ja, es wird bald dunkel wieder. Ich sehe jetzt mal, ich komme da an und dann macht der gerade zu, 19 oder sowas. Ja. Ich nehme gerade schon die landschaftlich. Schönere Strecke. Ein Glück gibt es hier einen sehr guten Schaden zum Modell, Freunde. Das macht es mir sehr einfach zu fahren. Man könnte natürlich einfach die Straße anfahren, aber das ist irgendwie langweilig, oder? Das ist schon ein bisschen, ja. Wobei, jetzt geht es relativ zügig, muss man echt zu. Wow, die Lenkung ist auch leicht verzögert, muss man echt zugeben. Hallo? Okay. Teurer Spaß auf Dauer, teurer ja? Spaß. So, aufnehmen und weiter geht's. Hallo. Ey, ich hab so Bock, hier was zu schaffen, ne? Es ist ich unglaublich. Auch. Wir kommen weiter, Freunde, wir kommen weiter. Oh, 8 Minuten habe ich noch, Freunde, 8 Minuten. 7 Minuten. 7. Brems. Ey. Schnell rein, bevor es zumacht. Yeah, bin ja auch in den Laden reingekommen. Nice. Kriegen wir wahrscheinlich gleich wirklich eine Krise. Ich habe mal kurz für 6 Uhr das Ei verkauft, was wir hatten. Wir hatten schon Eier? Ein Ei hatten wir. Oh, geil, das erste Ei. Das Problem ist, ich brauche 50 Kilo Zement. Der kostet 250. Wir haben 226. Ja, moin. Ja, müssen wir vielleicht Holz irgendwie mal verkaufen oder sowas. Holz ist ja erstmal eine Ressource, an die wir relativ zügig rankommen. Ich weiß nur, ich werde auf jeden Fall eine Kühlbox holen, das habe ich gelernt. Weil da kann man viel Fleisch mit transportieren. Besser als wenn man die ganze Ladefläche voll macht. Lieber mal die 96 ausgeben und dann gehe ich morgen als 100 auf Jagd, wenn es sein muss. Ja, kannst du ja machen. Weil wir brauchen ja ein bisschen Geld. Definitiv, ja. Ja, ich könnte noch ein paar Holzplanken verkaufen. Installieren. Aber die geben leider nur 2, das ist das Problem. Ja. So. Da muss ich. F. Ah. So, jetzt wird's dunkel. Ja. Ich meine, 20 Uhr macht spät alles zu. Man sollte ins Bett gehen ungefähr. Bin schon auf dem Weg nach Hause. Und ich werde jetzt einfach mal der Straße folgen, Freunde. Der blaue Punkt sagt uns ja der Wassereimer. Ich hoffe nur, dass die Hühner in dieser Nacht nicht verdursten. Das ist natürlich sehr belastend. Schon ein bisschen, ja. Ich hoffe mal, dass es hier zu unserer Ranch geht. Ich fahre gerade einfach mal der Straße lang, Freunde. Mal schauen, was uns das bringt. Ich glaube, die Straße führt mich ins Nirgendwo, oder? Machen wir mal die Map auf. Alter. Ja, die führt uns ins Nirgendwo. Das heißt, wir fahren einfach Abkürzung über die salzigen Berge. Kommen wir. Unsere Salzstange ist so lecker wie wir, was? Was? Hat keiner gehört, Freunde, hat keiner gehört. Upp. So. Brems! F. E. Immer ausfahren. Das ist auf jeden Fall definitiv verbuggt bei mir, das Wasser, weil ich habe hier einen blauen Punkt, wo nichts mehr ist. Das ist geil. GG. Das ist nämlich eigentlich diese Zone, die da gewesen wäre, Freunde. Oh. Mal schauen, wenn wir schlafen und speichern, mal gucken. Ich hoffe, dass sich das Spiel anfängt. Wie sieht aus, du Huhn? So, jetzt ist es dunkel. Wir haben halb Durst, okay. Das wird kritisch. Ja, dann verkaufen wir nachher ein bisschen Holz. Guck mal, ich habe da noch ein bisschen hochgestapelt. Wenn es aber nur 10 sind, sind es, ja, okay. Schauen wir mal. 20.
So, dann würde ich sagen, ab ins Zeltchen. Ab ins Zeltchen, Freunde! Und speichern, halte R gedrückt. Wird gemacht. Und wir schlafen. Ja, dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, droppt doch mal eine positive Bewertung, würde uns sehr freuen. Unbedingt die Videobeschreibung abchecken, denn dort findet ihr den lieben Anime-Fan verlinkt. Oder die Ente. Jo, ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit und noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein und ciao, ciao. Ciao.